Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Ja, wir können jetzt tatsächlich wieder ins Zeitmodus-Rennen gehen. Langsam tickt die Uhr bis zum Ende dieses Let's Plays. Aber wir haben ja doch den Triforce Cup vor uns. Gehen wir direkt hinein und ich würde mich natürlich nochmal dafür entschuldigen, dass ich das letzte Mal zu spät gemacht habe. Aber wie ich schon sagte, die Umstände haben es nicht wirklich anders zugelassen. Von daher musste ich das Ganze mal, ja, etwas nach hinten schieben. Aber ich glaube, man hat sowieso keinen großen Unterschied gemerkt. Von daher. Genau. Und der Varius Goldmine, haben wir schon öfters gesagt, ist längst nicht mehr so schlimm, wie es hätte sein können. Ist allerdings erneut eine der Strecken, wo ich nicht genau weiß, wo es am besten ist, so mal einen Pilz zu zünden. Ich glaube, das wird ein bisschen vom Zufall tatsächlich fast abhängen, möchte ich sagen. Aber ich schaue einfach mal, ob ich vielleicht nicht doch eine ganz gute Stelle finde. Wo ich allerdings dieses Triforce-Symbol sehe, kommt mir dabei wirklich ein paar Erinnerungen, wie ich versucht habe, dieses Thumbnail zusammenzustellen. Also, wenn ihr auf die Thumbnails von meinem Mario Kart Video schaut, dann werdet ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht bemerken, dass unten rechts aber das Symbol von dem jeweiligen Cup ist. Das kann man in manchen oder bei manchen Shots erkennen und ja, ich wusste, wirklich keine Ahnung, von daher habe ich einfach mal abgekürzt. Ja, man kann es dann bei einigen Shots erkennen, bei anderen nicht so gut, weil dann sie auch von der Video an oder von der Videozeit praktisch überdeckt werden. Ich frage mich immer, wozu hat man Thumbnails, wenn sie auf YouTube immer wieder überdeckt werden? Es gibt tatsächlich auch Orte, an denen das nicht angezeigt wird, gerade auch auf dem Handy. Da sieht man es dann besser. In jedem Fall, da habe ich immer ein Cup-Symbol unten rechts. Was bei den normalen Cups kein Problem war. Also gerade die sehr schöner Vorsprung herausgearbeitet bisher. Also gerade Sachen wie den wie Pilz Cup oder Blumen Cup und die, also die ganzen Standard Cups waren kein Problem. Da gab es nämlich sehr, sehr schöne PNGs zu. So, zu den DLC-Strecken aber nicht, weil klar, ich nehme an, das ist am Anfang von Mario Kart erschienen und man hat sie dann einfach nicht mit den DLC-Icons geupdatet, zumal diese Icons ja der alten Cups ziemlich alt sind, schon sehr, sehr lange dabei sind. Diese Cups haben bei dem Prinzip, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Cups haben bei dem Prinzip seit, ich glaube, Mario Kart 64, dass man, ich glaube, so Mario Kart hatte man noch keinen Spezialcup, bin mir aber tatsächlich gerade nicht sicher. Und wow, das war eine Verschwendung, das war eine Verschwendung eines Versuchs. Ich habe fast 2 Sekunden verloren, dadurch, dass ich das so dumm runtergefallen. Das ärgert mich richtig. Macht so wie ich in den ersten 2 Runden, nicht wie in der letzten. Das war komplett unnötig, aber gut, ich hab's geschafft. Trotzdem. Es hätte viel, viel besser sein können. Und gut, kommen wir nun zum Super Nintendo Regenbogen Boulevard. Wo ich mir überraschenderweise überhaupt keine Sorgen mache, weil wenn ich hier niemanden habe, der mich auf der Strecke nervt, wird das, glaube ich, kein allzu großes Problem, einfach um Kurve von Kurve und Kurve zu kommen. Jedoch habe ich dieses Katzenwesen neben mir so aggressiv gemacht, dass ich dachte, ich benutze lieber mal den Pilz, um von dir wegzukommen. Nicht, dass es hier viel bringen würde, weil es gibt hier kein Offroad, was irgendwie befahrbar wäre. Alles, was Offroad ist, ist gleich tot oder runterfallen. Und von daher gibt es hier ziemlich wenig. Am besten benutzt man das wirklich, um scharf um die Kurven zu gehen. Würde ich vorschlagen. Ist auch knapp eine Sekunde Forschung, aber ja. Und um dann tatsächlich diese Icons hinzubekommen, musste ich selbst relativ große Bilder machen, was eine interessante Erfahrung war, weil zunächst einmal musste ich Images von denen finden. Und das starte ich mal neu, weil das war unnötig. Dann musste ich das Ganze in einen Vektor umwandeln. Das hat dann einigermaßen gut geklappt manchmal, weil wenn man Sachen in einen Vektor umwandelt, dann werden im Prinzip Farben zusammengefasst und versucht im Prinzip die, wenn man ein verpixeltes Bild hat, kann man es durch den Umwandlung in einen Vektor verbessern. Das Problem ist, dass dieses Vektorenbild wenig Details speichern kann. Es wird dann wirklich nur ganz grob übernommen werden können. Das ist aber ganz gut geklappt tatsächlich, weil die Bilder sowieso relativ wenige Details haben.
Wenn man jetzt natürlich nicht die Vollfarbversion nimmt, sondern einfach nur die in Schwarz-Weiß im Prinzip sind. Wow, ich habe echt Zeit verloren im Vergleich zu meinem letzten Rennversuch. Was zum Teufel? Und jetzt habe ich schon 2 Pilze verschwendet. Und weil ich gerade nicht fassen konnte, dass ich gerade mal 3/10 vor diesem Katzending bin. Aber gut. Und letztendlich hat das dann so viel Zeit gebraucht, weil wie gesagt, einmal ging es relativ schnell, weil ich immerhin ein schon voreingestelltes Bild hatte, was sie dann einfach nur wegtun waren. Manchmal musste ich die Bilder aber auch ausschneiden, weil es sie nur einmal im Internet gab und sie dann da aus Bildern bestanden, die man nicht speichern konnte, weil die von irgendeinem T-Shirt abfotografiert wurden. Und oh Gott, das war definitiv ein Abenteuer, aber letztendlich habe ich es hinbekommen. Mit vielen Versuchen, indem ich natürlich auch die alten Bilder zu Rate genommen habe, also die anderen Cup-Symbole, wo ja bereits die dementsprechenden Farben, die ich dann benötige, anwesend waren. Aber ja, da muss ich immer dran zurückdenken, wenn ich diese Cups sehe, wie ich das Triforce wie ich das Triforce vektorisiert habe, dann Fehler ausgebessert habe, Farben eingefügt habe und so ein Zeug. Das war schon lustig. Aber zum Glück ist Photoshop in der Lage, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dass es einigermaßen klappt. Okay, gut. Damit kommen wir nun zur Strecke, die ja. Ich habe gemischte Meinungen drüber gehört. Ich habe jetzt keinen exakten Hass auf diese Strecke, würde ich sagen. Allerdings kann ich das, was Leute kritisieren, durchaus nachempfinden. Also wie gesagt, ich finde Polarkreisbalkon nicht so schlimm, aber letztendlich, ich kann die Sachen wirklich nachvollziehen. Und dieser Tanuki-Mario rast mir davon. Was zum Geier? Das ist es mit Nintendo, dass sie diese beiden unnötigen Charaktere, nämlich Katzen-Peach und Tanuki-Mario, irgendwie mega schnell machen müssen. Ich meine, Katzen-Peach hat sich gerade auch ziemlich gut angestellt. Und sie dann auch noch fürs Zeitrennen benutzen, obwohl man nicht mal genug Fahrer hat, um tatsächlich jede Strecke mit einem Zeitfahrer auszufüllen. Was denken sie sich dabei? Naja, okay. Schauen wir mal, dass wir versuchen, ein bisschen Vorsprung auszuarbeiten. Ihr seht, ich habe noch all meine Pilze, weil ja, wo soll ich es benutzen? Hier könnte ich es benutzen, um über die Eisscholle abzukürzen. Habe ich aber erstens nie gemacht. Und zweitens zweifle ich irgendwie dran, ob ich da wirklich so einen Boost bekomme. Das war ja doch ziemlich schlecht. Also das hier war okay. Einfach ein bisschen Boost aufgehoben, ein bisschen den Vorsprung ausgebaut, ohne dass ich da mich groß verrenkt habe. Allerdings, der erste Pilz, da war ich sowieso in einem Boost drin. Das hat sich mal überhaupt nicht gelohnt, das so zu machen. Also, egal. Das war nicht gut von mir. Das sind nicht die besten Leistungen, die ich bisher abliefere. Der Super Nintendo Regenbogen Boulevard war absolut okay. Aber Varios Goldmine der dritten Runde war jetzt nicht der Hammer und auch hier. Ja. Na gut, ich meine, es geht ja irgendwas. Wenn man von der Fehlnutzung dieses einen Pilzes absieht, ist es ja nicht so, als könnte ich das hier sowieso an wirklich vielen Orten verwenden. Von daher, ja, lassen wir es einfach. Das wird schon passen. Und damit kommen wir zur letzten Strecke heute. Welche Ich bin gespannt. Ich habe Hyrule's Piste natürlich üben müssen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich kein Pro in dieser Strecke. Allerdings sind es 2 Stellen, an denen ich relativ großes Interesse hatte, Pilze zu setzen. Genau wie der Nintendo Mitsu gemacht hat. Oder Mitsu. An genau dieser Stelle, da kann man nämlich dann schön oder im Prinzip schön herüberfliegen und etwas Bodengut machen. Das ist das eine Interessante. Übrigens, ich spekuliere gar nicht auf das Schwert.
Weil allein dadurch, dass nur ein Fahrer oder nur zwei Fahrer da sind, ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass man es erwischt. Das zweite ist hier und ich glaube, ich bevorzuge das hier ein bisschen. Das Problem ist eben, oh Gott, das Problem ist eben, dass man dann so weit nach vorne kommt, dass diese Dekurana wirklich in Bissweite ist, was schlecht ist. So, aber da ich doch 2 Sekunden so, oder fast 2 Sekunden rausarbeiten konnte, nehme ich mal den Weg nochmal und lasse es da erstmal, was ist das Wort, ist links liegen, wobei ich es in dem Fall, ja doch, links liegen. Das, oder ist es rechts liegen? Ich meine, es war links von mir, aber ich bin rechts vorbeigefahren. Ah ja, und das war wieder richtig, richtig schlecht. Naja, ich meine, was erwartet man an den DLC-Strecken groß von mir? Ich glaube, es wäre ja merkwürdig gewesen, wäre ich jetzt voll abgegangen. Immerhin bin ich mittlerweile gut genug, dass ich diese Abkürzung ohne größere Probleme bekomme. Das ist ein Vorteil, immerhin. Und dass ich mich, was das angeht, nicht komplett blamiere. Und wow! Ich habe diese Abkürzung genommen und trotzdem ist der vor mir. Mein Kleiner kann die Abkürzung auch nehmen und ich bin einmal relativ unbeholfen gegen die Wand gefahren, aber trotzdem. So, wie gesagt, das Schwert ignoriere ich gekonnt, weil sonst hätte ich darauf zu spekulieren. Genau so! So hätte ich es machen müssen von Anfang an. Viel, viel besser. Okay, schieß mal rüber. Dafür. Jetzt habe ich einmal diese Kurve gekriegt und dann mache ich das wieder. Ich weiß auch nicht. Diese Strecke, ich weiß nicht, ob sie mir zu komplex ist oder sonst was. Aber irgendwas läuft hier immer schief. Egal. Damit haben wir es geschafft. Ein neuer Rekord wurde aufgestellt. Und ich danke allen für die Aufmerksamkeit. Das war Marikalacht Deluxe. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wo wir uns langsam dem Finale nähern. Es wird cool. Bis dann.